gestern. Bis gestern kannte ich nur eine Friederike. Und das ist eine ganz nette Person, das ist eine Kundin von uns, die hat einen ganz lieben Hund, liebe Frau, lieber Hund. Bis dahin war Friederike für mich ein sehr positiv. Jetzt zeige ich euch mal, was die Friederike, die wir gestern kennengelernt haben, mit ihrer schlechten Laune bei uns alles angerichtet hat. Also hier im kleinen Bereich ist es nicht viel. Ihr seht, da sind so ein paar dicke Äste runtergekommen gestern. Ne? Die Hunde waren alle drin, keine Angst. Die Hunde hatten wir alle drin. Erst nach dem Sturm durften wieder raus. Solche Äste sind jetzt nicht schlimm. Da werden die nachher irgendwann mit spielen und kaputt machen. Wir brechen den mal so ein bisschen in der Mitte durch. Zack. Hat sich da keiner wehtut dran. Also die Äste sind nicht schlimm. Hier wird schon gespielt. Hier ist eigentlich alles okay. Dächer sind in Ordnung. Nichts kaputt gegangen groß. Ja, viele Blätter. Viel Dreck. Nicht so wild. Aber vorne ist ein bisschen was passiert. Gehen wir in die Schleuse rein. Und was wollt ihr? Ihr dürft nicht mit. Nein. Drin bleiben. Also hier hat es uns ein Stück vom Dach zerrissen. Kleinigkeit, schnell repariert. Ein paar Nägel von den Dachplatten haben wir noch ein paar. Das ist okay, das ist nicht wild. Hab mich sogar gewundert, dass unser Dach stehen geblieben ist. Und jetzt schaut mal das Dach vom Nachbarn an. Weiß nicht, ob man das sehen kann, so. Ja, da hat die ganze Plane abgedeckt. Das sieht ein ganzes Stück schlimmer aus als unseres. Ja. Habe ich doch gar nicht so schlecht gebaut. Gut, dann haben wir hier die etwas größeren Sachen. Zaunteile weggeweht und umgerissen und Blumenkübel und... Ja, alles Kleinkram, nicht so wild. Dann gehen wir jetzt mal auf die Wiese. Die Wiese ist ja im Moment eh nicht so häufig offen, weil sie so matschig ist. Aber ihr seht, also eigentlich hatten wir alle Blätter weg. Hier überall auf der Wiese liegen Teile von dem Dach vom Poolhaus. Da seht ihr schon, ne? Das war da an der Seite. Das hat es alles abgedeckt. Das hat nicht gehalten. Überall liegt Holz rum und dicke Äste. Schaut mal, das ist alles runtergekommen. Naja, das ist ja alles nicht so schlimm. Das Viereck ist nicht runtergekommen, das lag vorher schon da. Ja, also die kleinen Äste lassen wir liegen, da spielen die Hunde irgendwann mit. Irgendwann ist das Kleinholz und dann ist gut. Guck mal, da ist einer rumgekommen. Den hat es aber zum Glück in die andere Richtung gedrückt, Richtung Bahngleise. Aber nicht ganz auf die Bahn. Hier, boah, das ist schon etwas größer. Ah, der ist runtergekommen. Und überall hängen noch tote Äste, ne? Der ist runtergekommen. Wenn der einen erwischt hat, schaut mal, was der für ein Loch hier gemacht hat, als er aufgeschlagen ist. Wenn der einen erwischt hätte, das gibt eine ordentliche Beule mindestens. Aber Zaun ist soweit hier, alles in Ordnung. Ach, das ist alles gut. Ja, da, der ist auch runtergekommen. Die werden wir alle einsammeln, die werden wir alle irgendwie schon wegkriegen und verstecken und ja. Boah, von dem tagelangen Regen ist die Wiese auch echt matschig. Deshalb haben die Wiese im Moment nicht viel auf. Das Stück, das ist nicht so schlimm. Auch schnell ausgetauscht. Hier sind Äste runtergekommen. Da, schaut mal da. Seht ihr das? Ja, der hängt da so lose quer drin. Das heißt, überall hängt noch Totholz, das wir rausholen müssen. Schaffe ich das gerade? Oh, ich bin zu klein. Das ist alles okay. Hier ist alles noch fest. Ja, und jetzt kommen wir zu der Stelle. Also da hinten hat Friederike unser Häuschen umgeschmissen. Da hat man so ein kleines Gerätehäuschen. Das war eh leer, aber das hat sie umgeworfen. Alles nicht so wild, ne? Aber da hat Friederike sich gedacht, wir brauchen einen neuen Eingang. Also, nur mal so, da hatte ich auch noch ein paar Dachteile. Hier, so dick, ich stelle mal meinen Fuß drauf, so dick sind die Wurzeln von dem Ding gewesen. Das sind die Wurzeln, jetzt komplett zerrupft. Die gingen hier komplett lang, ihr seht hier diesen Graben. Ich gehe mal ein Stück zurück.
Da, die Wurzel hat da gelegen. Da ist sie abgerissen. Da war der Baum drin. Das ist auch eine Wurzel hier vorne. Ja, das ist eine Wurzel. Also, ja. Und die Wurzel war leider hier unterm Zaun. Da hat sie den Zaun hochgedrückt. Das ist nicht so tragisch. Das ist, ja, das ist wieder hinstellen, weil der Zaun ist noch ganz, wieder hinstellen. Und ein bisschen Beton neu machen und neue Füße gießen, das ist alles okay, das kann man lösen. Es geht zügig. Ja, jetzt kommt das große Problem. Schaut mal, das war die Wurzel, ne? Haben mehr, krass. Kann man das sehen? Dicke Wurzel. Aber, ja, das wird ein Problem. Also, das ist nicht mal ein hoher Baum, ne? Also ihr seht, wir haben hier Pappeln. Die sind echt, echt hoch. Und die sind offensichtlich alle noch gesund, weil die hohen stehen alle. Die hier war nur so 6 Meter hoch, vielleicht 5, 6 Meter. Aber die war scheinbar nicht mehr so gesund. Obwohl hier noch alles sehr weiß ist, das Holz, und eigentlich guten Eindruck macht. Aber ja, offensichtlich war sie morsch, tot, wie auch immer. Da hier ist der Rest von dem Stamm, seht ihr das? Das ist schon so fest, dass ich kann das nicht, obwohl das nur so wenig ist. Ja. Und die liegt jetzt hier. Ist zum Glück, auf den Container gefallen und hinter den Container auf den Müll vom Nachbarn. Die haben ja hier so einen Verwertungshof. Das ist also kein großer Schaden. Container hat auch keinen Schaden genommen. Wir haben eine Beule, aber das ist wurscht. Ja, und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das Ding klein kriegen. Das heißt, jetzt sägen wir das erstmal zu Klump. Stück für Stück, ein Ast nach dem anderen, bis da nicht mehr viel ist, dass wir das irgendwann wegkriegen. Und dann müssen wir das Ding umklappen, dann lassen wir hier einen Stumpf stehen und dann müssen wir den Zaun reparieren. Ja, das ist eigentlich, also uns hat es noch glücklich erwischt, ne? Das ist alles. Ansonsten ein bisschen Müll hier und da, das ist alles schnell aufgeräumt. Zum Glück sind die Pappeln nicht rumgekommen, die haben es alle gehalten, die Kleinste hat es erwischt, alles gut. Das doofe Ding hätte nur einfach in die andere Richtung fallen können, dann wäre der Zaun noch ganz, ja, schöne Scheiße. Ja, Friederike, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Aufenthalt in Köln. Aber ich glaube, es hat viele Menschen vielerorts viel schlimmer getroffen. Wir müssen jetzt ein bisschen bauen übers Wochenende, damit wir den Zaun wieder reparieren und dann ist auch alles gut. Das hat einen Vorteil. Heute ist ein sehr schön ruhiger Tag, weil es fährt keine Bahn. Die machen ja auch Pause, bis das alles geklärt ist. Ja, schauen wir erstmal. Jetzt schnappe ich mir mal die Säge und fange mal an, da hinten ein bisschen Kleinholz zu produzieren. Wir halten euch auf dem Laufenden und drücken uns die Daumen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle unbeschadet durchs Wochenende, durch den Donnerstag gekommen seid und dass ihr ein schönes Wochenende habt. Kann man das erkennen? Guck mal, da stehen sie alle und gucken sehnsüchtig auf die Wiese. Die Wiese ist ja gesperrt, weil kaputt. Ich habe halt meine Hunde da, weil die rennen nicht weg, ne? Oh, guck mal. Oh. Ja, ist halt heute nicht mit Wiese. So, ihr seht, ich habe hier schon einiges an Kleinkram und etwas breiteren Sachen weggeschnitten mit der Kettensäge. Ich stehe gerade auf den Überresten von Friederike. Und wie ich gedacht habe, dass das die kleine Pappel ist, die umgefallen ist, ja, leider nicht. Denn die kleine Pappel, die seht ihr hier, die liegt unten drunter, das war doch eine größere. Und das ist das Gelände von unserem Nachbarn. Der kommt heute Nachmittag um 15 Uhr, ist der da. Und dann werden wir uns mal anschauen, was hier an Schaden tatsächlich entstanden ist. Ich gucke, dass ich bis dahin so viel wegschneide, wie ich kann. Scheiße. Es gibt Tage, die sind einfach kacke. Ich erkläre euch mal im Nachhinein in Ruhe, warum das uns gerade richtig, richtig schwer trifft. Naja. Feeling.
So, da wird es immer mehr, da wird es immer weniger. Friederike, du doofe Kuh.